Hallo ihr Lieben, es ist so schön, wieder mit euch bei Kids Live zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend sagen soll, weil es hängt ja davon ab, wo ihr auf der Welt seid, welche Zeit es dort gerade ist. Auch die Jahreszeiten sind ja so unterschiedlich. Wir haben jetzt einen wunderbaren Frühling und gehen dem Sommer zu. Und natürlich in Europa habt ihr jetzt gerade den Herbst. Die Farbe der Blätter ändert sich. Und dann verlieren die Bäume sogar ihre Blätter. Vor dem wir anfangen und ein Lied hören, lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für Kids Live. Und wir mögen diese Zeit dir anbefehlen und bitten dich, dass du zu uns sprichst, unsere Herzen auch berühren würdest. Amen. Olulo chengaye Ngiyazizwa izigiza khe Useyabuye emhlabeni Imibuso yalomhlaba Aseyaqalisi lumbalo Olulo chengaye Jesu sonyango usemnyango wezulu Wehlela emhlabeni Sesizokhala icilongo simhlangabeze uJesu semnyango uthenyango wezulu wehlela emhlabeni Sesizokhala icilongo simhlangabeze ngabe wena uyobukuphi ngaleyo mini enkulu La uJesu esebuya esela emhlabeni ezolanda bakhe ngabe wena uyobukuphi kaleyo mini enkulu La uJesu esebuya esela emhlabeni ezolanda bakhe uJesu semnyango Semnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze uJesu semnyango usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze Nun, Kinder, ich denke, ihr habt diese wunderschönen Blumen gesehen, die wir hier mitgebracht haben. Und wenn ihr sie anschaut, dann seht ihr, es sind unterschiedliche Blumen. Da sind natürlich noch ganz verschiedene andere Blumen. Einige sind klein. Man sieht sie fast, die andere sind groß und lang.
Und das ist die erste Lektion, die wir von Blumen lernen können. Sie sind verschieden, aber sie sind wunderhübsch und perfekt. Und so ist es mit uns. Gott hat uns perfekt gemacht, aber wir sind verschieden. Schau mal uns an. Manche sind ganz blass und Biswa Jäger hat eine dunkle Haut. Sogar unsere Augen sind unterschiedlich. Die Form der Augen und die Farbe der Augen. Aber eines musst du wissen, du Junge und du Mädchen, du bist perfekt gemacht. Du möchtest nicht etwas anderes sein und jemand anders. Aber jetzt lasst uns mal ein bisschen näher diese Rosen anschauen. Wenn du eine Rose anschaust, und vielleicht wisst ihr das, eine Rose ist die Königin der Blumen, so nennt man sie. Schau mal, ein ganz gerader Stamm, eine wunderschöne Blüte, da ist etwas Königliches, etwas Edles an einer Rose. Und etwas anderes, was ganz typisch für eine Rose ist, Rosen haben Dornen. Und wenn du eine Rose mal gepflückt hast, kann es sein, dass du mal eine Dorne gefühlt hast. Und ich möchte euch etwas über diese Dornen zeigen. Wenn ich runtergehe mit meinen Fingern, dann tun mir diese Dornen überhaupt nicht weh. Aber wenn ich hochgehe, das tut weh, dann tut es weh und die Dornen pieksen mich. Ihr könnt ja mal in den Garten rausgehen und eine Rose suchen und prüfen, ob das wahr ist, was ich euch sage. Es ist wunderbar, dass uns die Rose so etwas Besonderes, so eine tiefe Lektion lehren kann. Wenn ich mich demütigen kann und runtergehe und etwas akzeptiere, dann bin ich nicht verletzt. Aber wenn ich meinen Kopf heben will, hoch, wenn ich gesehen und angesehen sein möchte, dann tut es weh. Vielleicht bin ich gut in der Schule, im Sport oder in Kunst und ich erreiche etwas. Jetzt bin ich stolz. Und es verletzt mich, wenn ich stolz bin, dann werde ich mich verletzen. Wenn jemand mich bittet, etwas zu tun, wenn ich einen Befehl bekomme oder etwas gefragt werde, kann ich mich demütigen und es tun? Es tut weh. Es sticht. Wenn ich mich nicht demütige, wer wird verletzt? Ich werde mich verletzen, wenn ich mich nicht beugen will. Und jetzt können wir uns auch fragen, ist die Rose diejenige, die verletzt wird, oder meine Hand? Ich verletze mich, nicht die Rose. Deswegen erstaunt euch nicht in der Schule. Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann bekommst du eine Strafe. Das tut weh.
Kannst du dich beugen? Kannst du zuhören und darauf achten, was dein Lehrer, deine Eltern, vielleicht sogar deine Geschwister sagen? Und wenn du nicht hören kannst und dich dagegen wehrst, dann wirst du dich verletzen. Das kann sogar eine Verletzung und eine Infektion bringen, dass du dein Blut sich entzündet. Aber deswegen, von heute, wenn du eine Rose siehst im Garten oder zu Hause in der Vase, dann denk daran, an dieser Lektion, dass wir uns demütigen müssen, um etwas anzunehmen, damit es uns nicht verletzt. Ich habe hier auch einige Parfümflaschen mitgebracht. Wisst ihr, dass wenn ein Parfüm hergestellt wird, dann braucht man verschiedene Dinge, die man da reintut. Aber eine Zutat für ein ganz besonderes Parfüm, dafür braucht man Rosen. Und das ist ein ganz besondere Zutat. Etwas ganz Wertvolles kommt von den Rosen. Rosenöl. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das kommt von den Blütenblättern der Rose. Ja, hier sind die Blütenblätter und wir haben ein paar gebracht, um es euch zu zeigen. Und für Parfüm werden zwei Rosen ganz besonders gebraucht. Und diese zwei Rosenarten wachsen in der Türkei, in Bulgarien, auch in Teilen von China und im Irak. Die Cabbage-Rose, das ist auf Deutsch Kohlrose, und noch eine andere spezielle Sorte. Und wisst ihr, wenn man diese Rosenblätter erntet und abnimmt, dann kann man das nicht zu irgendeiner Zeit am Tag tun. Diese Blütenblätter müssen in der Nacht gepflückt werden, weil sie dann das beste Parfüm in sich haben, den besten Geruch. In anderen Worten, nachts haben sie den besten Geruch, das beste Aroma, mitten in der Nacht. Es ist nicht so praktisch, nachts zu arbeiten. Vielleicht möchte man schlafen. Du kannst nicht gut sehen, es ist dunkel. Hast du manchmal so etwas in deinem Leben erlebt? Schwierigkeiten? Vielleicht eine dunkle Strecke? Vielleicht bist du krank? Vielleicht hast du Schmerzen? Oder du musst etwas tun, was schwierig ist für dich? Wenn es dunkel in deinem Leben ist, hast du ein gutes Aroma? Riecht es gut? Ein gutes Parfüm? Vielleicht, wenn du nicht das bekommst, was du willst. Du möchtest Geld haben und du hast es nicht. Oder etwas anderes, was du haben möchtest und du bekommst es nicht. Welches Aroma kommt von deinem Leben? Und natürlich, die Nacht ist auch eine Zeit für die bösen Leute, für Schlechtes. Diebe und Räuber, die machen sich nachts auf dem Weg. Und nachts ist die
Zeit, auch wo böse Jungen und Mädchen zusammenkommen und sündigen. Vielleicht gebrauchst du auch die Nacht dazu, böse Filme zu schauen. Und deine Eltern wissen das nicht mal. Aber der Herr möchte die Nacht gebrauchen, die schwierigen Zeiten in deinem Leben, um einen wunderbaren Geruch zu erzeugen und hervorzubringen, dass es gut riecht für ein gutes Parfüm. Deswegen renn nicht weg, wenn es schwierig wird. Wenn es hart ist, renne nicht weg. Das ist die Zeit, wo der Herr etwas Besonderes tun will. Und die Zeit möchte der Herr gebrauchen. Im 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 15, das ist im Neuen Testament, da lesen wir: Wir sind ein Wohlgeruch Gottes unter denen, die errettet sind, und diejenigen, die nicht errettet sind. Was heißt das? Wir müssen einen Wohlgeruch, einen guten Geruch verbreiten unter Christen, Kinder Gottes und auch weltliche Menschen, die Gott nicht kennen. Die Frage ist, welches Aroma, welchen Geruch verbreitest du? Was für ein Geruch kommt aus deinem Leben? Was riechen Menschen in dir, wenn ich an ihnen vorbeilaufe? Was riechen meine Freunde, wenn ich mit ihnen zusammen bin? Es ist süß? Riecht es gut? Oder was passiert, wenn ich komme? Ist dann ein Kampf da und schlechtes Reden? Das ist kein guter Geruch. Oder sind meine Freunde, meine Großmutter, sind sie froh, wenn ich komme, weil sie wissen, jetzt kommt Freundlichkeit, Friede und Freude. Und jedes riecht anders. Man sollte nicht zwei verschiedene Parfüme gebrauchen. Aber wir können sie mal probieren. Sehr gut, das riecht wirklich gut. Kinder, nun wollen wir mal praktisch sein. Wenn ihr aus Versehen mal in den Dreck von einem Hund steigt mit eurem Fuß, werdet ihr einfach Parfüm nehmen und darüber sprühen, um diesen schrecklichen Geruch zu übertönen, wegzukriegen? Das wird nicht helfen. Erst musst du den Dreck wieder abwischen. Und so, Kinder, euer Herz muss gereinigt werden. Reinigt euer Herz und bringt eure Sünden ans Licht. Sonst könnt ihr nicht ein Wohlgeruch sein. Aber dann, wenn das Herz sauber ist, dann kommt automatisch ein wunderbarer Geruch. Der Herr Jesus wird diesen Geruch bringen ins Leben, dass es gut riecht. Und deswegen, Kinder, vergisst nicht diese Lektionen, die wir von den Rosen heute gelernt haben. Wir sind alle anders, aber perfekt. Wenn wir uns demütigen können, dann werden uns die Dornen nicht verletzen. Aber wenn wir unseren eigenen Willen haben, dann wirst du es fühlen. Und die dritte Lektion ist, dass wir einen guten Geruch bringen müssen in dieser Welt. Als Christen müssen wir gut riechen, ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
Kommt, wir beten zusammen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du alles wunderbar gemacht hast. Hilf du uns, diesen guten Geruch in unserem Zuhause zu haben und auch in der Schule, egal wo wir sind. Dass Menschen nahe zu dir gebracht werden und deine Kinder werden wollen. Amen. Ingolale, ega chito, ingolale, ega chito, ingolale, ega chito, ingolale, ega chito, o te, da te, da te, da moni, unga te, di sogu shaisa, siya hamba china, siya zulini, 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 o te, da te, da te, da moni, unga te, di sogu shaisa, siya hamba china, siya zulini, siya hamba china, siya zulini.